Jetzt wollen wir uns noch etwas intensiver mit Programmabläufen, mit der Programmierung an sich, mit Strukturen und Sprüngen, die ja sehr wichtig sind in der Programmierung, genauer beschäftigen, um etwas die Programmiervielfalt und das Programmiervorgehen kennenzulernen. Dazu überlegen wir uns erstmal, was sind denn wichtige Dinge, die man oft braucht. Sind wir in ST, ist es ganz klar, sind solche Sachen wie If-Schleifen, Wiederholungsschleifen oder ähnliches. Wie sieht es aus? Ich würde hier zum Beispiel eine If-Schleife mit If definieren, jetzt einen Eingang abfragen, den Eingang 1.1 zum Beispiel, und wenn der geschalten ist, das heißt, wenn der True zurückliefert, dann führe ich irgendeinen anderen Code aus und dieser Code könnte jetzt zum Beispiel sein, das, was in diesem Eingang reingekommen ist, in unseren FB-Aufruf zu stecken und damit einen Ausgang zu schalten, der dann den invertierten Wert dieses Einganges annimmt, da unser FB1 ja nichts anderes macht. Das hätte ich jetzt natürlich auch auf einfachere Art und Weise schreiben können und direkt hier kodieren. Wir können uns hier auch nochmal ein Beispiel zusätzlich ansehen. Das bedeutet, wir fragen jetzt einfach nochmal einen zweiten Eingang ab, einen anderen Eingang. Das heißt, wenn die beide geschalten sind, dann soll zum Beispiel dieser Ausgang als die Kombination von dem Eingang 1 mit einer Und-Verknüpfung zum Eingang 1.2 und das Ganze noch zum Beispiel in einer X-Oder-Verknüpfung zum dritten Eingang, je nachdem, was eben meine Applikation von mir verlangt und was ich da umsetzen muss. Das wären jetzt If-Schleifen, If-Strukturen, die können geschachtelt werden, können weiter strukturiert werden und das ist eine sehr schöne Herangehensweise, um eine Programmierung durchzuführen. Wir sind hier in ST, das heißt, das ist eine Programmierung, die sehr nah an Hochsprachen angelehnt ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel C oder C++ vergleichbar programmierbar sind und tatsächlich lässt sich eigentlich jedes C-Programm hier in dieser IEC 61131 ST-Sprache umsetzen. Und entsprechend sollte man sich auch an ähnliche Programmierregeln halten. Das bedeutet, dass hier jetzt Sprünge, wie sie früher typischerweise durchgeführt worden sind, das heißt, ein Sprung zu einer anderen Stelle im Code vermieden werden sollten, sondern durch Kapselung dieser Schleifen durchgeführt werden sollten. Wir werden uns mit verschiedenen Strukturen und Schleifen und ST-Code noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Wir wollen jetzt aber genau diese Sprünge und Sprungstrukturen, die wir eigentlich hier durch die If-Schleifen im ST-Code realisiert haben, noch näher in anderen Sprachen ansehen, nämlich in FUB zum Beispiel, weil in solchen Sprachen können Sprünge nicht vermieden werden, sodass wir uns jetzt einfach mal als erstes einen weiteren Programmbaustein in FUB anlegen, sehr ähnlich zu COP, deswegen reicht uns das jetzt als Beispiel. Wir lassen den auch aufrufen, damit der Compiler weiß, dass er hier drauf aufpassen muss und programmieren jetzt hier aber in FUB, weshalb dieser Baustein auch in der Sprache FUB eingefügt werden hätte sollen, was ich jetzt einfach nochmal schnell mache. Was habe ich vergessen? Ganz einfach. Den Namen habe ich zwar geändert, aber die Implementierungssprache hier unten nicht ausgewählt. Und wir wollen in FUB, was so viel wie Function Block Diagram ist, auf Englisch programmieren, fügen also jetzt einen Baustein im Function Block Diagram hinzu und wollen uns jetzt anschauen, wie man eine ähnliche Konstellation wie hier in FUB erreichen könnte. Das bedeutet, unser Ausgangspunkt ist, wir wollen irgendwie eine Überprüfung machen, ob ein Eingang geschalten ist und dann einen Sprung durchführen in ein gewisses Netzwerk, das jetzt zum Beispiel unseren FB aufruft. Das heißt, ich füge jetzt erstmal ein zweites Netzwerk ein, indem ich einfach unseren FB aufrufe. Im Prinzip ganz einfach. Ich sage hier, das ist ein Typ FB1. Dann wird hier automatisch für mich eine Instanz angelegt von diesem Typen. Und ich sehe schon, dieser Baustein hat tatsächlich die Ein- und Ausgänge, wie wir sie zuvor definiert haben, beziehungsweise wie sie hier auch in ST verwendet werden, ein In1 und ein Out1. Und denen muss ich jetzt einfach nur die entsprechenden Ein- und Ausgänge zuweisen, wie zuvor.
Das heißt hier zum Beispiel 1,1 und jetzt brauchen wir hier auf der Ausgangsseite eine Zuweisung und können jetzt den Wert, der hier ausgegeben wird, auf diesen Ausgang zuweisen. Das Ganze ist jetzt hier verpackt in eine If-Schleife und die wollen wir jetzt auch realisieren. Dazu füge ich mir einfach noch ein Netzwerk ein, um diesen Baustein überspringen zu können und füge hier an der Stelle eine Marke ein, zu der ich dann springen will. Wir nennen die einfach 1 für Marke 1, völlig in Ordnung und wollen jetzt hier oben in diesem Netzwerk definieren, dass gesprungen werden soll, sobald dieser Eingang IX1 aktiv ist, wie zuvor in ST. Dazu fügen wir einfach hier einen Sprung ein und können jetzt für diesen Sprung hier die Marke definieren. Das wäre M1. M1, nicht immer Ausrufezeichen, M1. Und können jetzt gleichzeitig hier noch die Bedingung angeben, was in dem Fall wieder unser Eingang 1.1 wäre. Wunderbar. Auf die Art und Weise können wir jetzt also quasi definieren, wann immer dieser Eingang aktiv ist, wird gesprungen direkt zu dieser Marke hier unten. Und hier unten wird vielleicht was anderes ausgeführt, was auch immer. Das wissen wir nicht genau. Könnte man jetzt weiter definieren. In jedem Fall haben wir dasselbe erreicht wie hier vorne in dieser If-Schleife, nämlich dass unser FB nur dann aufgerufen wird, wenn diese Sprungmarke nicht zutrifft. Das heißt, wir sollten hier auch noch den Eingang invertieren, damit wir das tatsächlich dasselbe Verhalten haben. Das heißt, es wird immer dann gesprungen, wenn das nicht zutrifft. Das heißt, dann wird dieser FB übersprungen. Wann immer diese Aussage zutrifft, wird nicht gesprungen und dieser FB-Aufruf wird ausgeführt. Das heißt, genau das entspricht dem Verhalten hier vorne. In FUB gibt es jetzt noch weitere Möglichkeiten dieser bedingten Ausführung. Hier haben wir jetzt einfach einen Teil übersprungen. Es gäbe jetzt auch die Möglichkeit, Bausteine bedingt hintereinander auszuführen. Dafür gibt es einen sogenannten ENENO-Mechanismus und der muss aber von den Bausteinen implementiert werden. Das bedeutet, ich kann jetzt zwar hier wieder einen FB1 meines Typs anlegen und der bekommt jetzt plötzlich zusätzliche Eingänge EN und ENO, die müssen aber nicht unbedingt komplette Bedeutung beinhalten. Reden wir kurz drüber, was die Bedeutung ist. Jetzt momentan für diesen Baustein, den ich angelegt habe, in 1 und out 1 sind klar, das sind Ein- und Ausgänge des FBs, die wir belegen können. Und dieser EN-Eingang, solange dieser Eingang nicht beschalten ist, das heißt unbeschalten, so wie jetzt, oder truly, mit true beschalten ist, wird der Baustein hier ausgeführt, der Inhalt dieses Bausteins FB1. Steht hier hingegen false, im beschalteten Zustand, wird dieser Baustein nicht ausgeführt. Und das hat jetzt natürlich zum Vorteil, dass ich jetzt diesen Baustein nur bedingt ausführen kann. Das heißt, wenn ich das Verhalten von zuvor erreichen will, hier zum Beispiel auch einfach diesen Eingang 1.1 hinschreiben könnte. Nur wenn dieser Eingang auf True steht, wird jetzt dieser FB1 ausgeführt und wir können wieder dasselbe Verhalten erzeugen wie zuvor in unserem ST-Code. Jetzt gibt es zusätzlich noch den ENO-Ausgang, O für Output, und der bedeutet nichts weiter, sobald dieser FB fehlerfrei ausgeführt worden ist, wird dieser ENO-Ausgang auf True gestellt. Zuvor bleibt er auf False. So ein FB kann ja mehrere Zyklen brauchen, bis er komplettiert ist, und dann erst diesen ENO-Ausgang auf True schalten, das heißt, erst dann wird hier der Ausgang auf True gestellt. Und jetzt kann ich natürlich dieses Verhalten nutzen, um hier gleich anzuhängen an den ENO-Ausgang eines Bausteins, den EN-Eingang des anderen Bausteins. Und dadurch eine Hintereinander-Ausführung bzw. eine bedingte Ausführung erzeugen, bei der es notwendig ist, dass der Baustein hier vorne korrekt ausgeführt worden ist, bevor der zweite ausgeführt wird. Oder hier vorne irgendeine Bedingung, so wie es hier zuvor die IX1.1-Bedingung war, erfüllt ist, bevor dieser Baustein hier hinten ausgeführt wird. Alles in allem hat man dadurch mehrere Möglichkeiten, Strukturen, Sprünge, Bedingungen,
bedingte Ausführungen zu erzeugen, was ja natürlich sehr wichtig ist, um im Code differenziertes Verhalten und differenzierte Ausführungen zu erzeugen.